Hallihallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man eine leckere Gyros-Pizza hinbekommt. Aber fangen wir erstmal mit den Zutaten an. Ihr braucht einen Pizzateig, drei Zwiebeln, eine rote Paprika, eine kleine Dose Mais, 500 Gramm Tzatziki, ca. 200 Gramm passierte Tomaten, ein Päckchen Sauce Hollandaise, eine Packung Streukäse und Pizzagewürz bzw. Oregano. Bei den Mengenangaben gilt allerdings das Motto, alles kann, nichts muss. Heißt, belegt die Pizza nach eurem Geschmack. Lasst was weg, nehmt was hinzu oder von einem etwas weniger. Erlaubt es, was gefällt. Als erstes schneidet ihr die Zwiebeln in Ringe. Dann habt ihr das Schlimmste hinter euch. Die Paprika erst abwaschen und dann in kleine Streifen schneiden. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr ein Backblech und rollt den Pizzateig darauf aus. Aus zeitlichen Gründen haben wir einen fertigen Teig zum Ausrollen genommen. Man kann Pizzateig zwar auch ganz einfach selber machen, bringt geschmacklich aber kaum einen Unterschied. Nach dem Ausrollen verteilt ihr die passierten Tomaten gleichmäßig über den Pizzateig. Danach streut ihr den ersten Schwung Zwiebelringe und die Paprikastreifen darüber. Nehmt ungefähr die Hälfte von beidem, da ihr noch ein paar für den zweiten Schritt nach dem Gyros braucht. Jetzt kommt aber erstmal das Leckerste, der Tzatziki. Auch davon die Hälfte und versuchen so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, was wirklich gar nicht so einfach ist. Das Ganze sieht am Anfang noch recht matschig aus, aber glaubt mir, später schmeckt es einfach nur genial und ist keineswegs durchgematscht. Als nächstes kommt bereits ein bisschen von dem Streukäse darüber und zusätzlich so viel Mais, wie ihr auf der Pizza haben möchtet. Lasst den Mais allerdings vorher über einem Sieb abtropfen, damit ihr nicht zu viel Flüssigkeit auf der Pizza habt. Das Blech mit der Pizza könnt ihr erstmal stehen lassen, denn als nächstes geht's nämlich ans Gyros. Nehmt eine große Pfanne und träufelt 2 Esslöffel Olivenöl hinein. Erhitzt die Pfanne auf hoher Stufe und lasst das Gyros darin schön anbraten. Wendet es mehrmals und lasst das Gyros dann auf mittlere Stufe fertig braten. In der Zwischenzeit könnt ihr bereits den Backofen bei Ober-Unterhitze auf 200 Grad vorheizen. Sobald das Gyros fertig ist, verteilt ihr es auf dem Pizzablech. Nachdem ihr das gemacht habt, kommen jetzt alle restlichen Zutaten auf die Pizza. Der Rest Tzatziki, Zwiebeln, Paprika, das Pizzagewürz oder nur Oregano und die Sauce Hollandaise. Wir haben die Sauce Hollandaise sehr sparsam und nur punktuell verteilt, da es bei zu viel davon sehr mächtig schmecken kann. Dann schiebt ihr das Blech für 15 Minuten in den Ofen. Nach Ablauf der Zeit noch schnell den restlichen Käse drüber streuen, zurück in den Ofen für 10 Minuten und zack, ist die Gyros-Pizza fertig zur Verkostung. Joa, schmeckt.